Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute wird es kein großes Umbauvideo, mehr eine Art Zusammenbau. Der Großteil der Teile kommt nämlich aus meinem 3D-Drucker und ist von Lost Kingdom Miniatures. Was oder besser wer wird heute eigentlich gebaut? Nach der Ehrengarde für Winterfell, die gänzlich aus Infanteristen besteht, war es mal wieder Zeit für einen Reiter. Ich war ein bisschen hin und her gerissen zwischen Renly und Lionel Baratheon, habe mich dann aber für Lionel entschieden. Renlys grüne Rüstung zu malen ist zwar immer noch interessant, aber ich habe gerade keine Lust drauf. Außerdem kann ich mir die Teile immer wieder ausdrucken und so spricht nichts dagegen, ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu bauen. Im Unterschied zu meinen anderen Videos zu Song of Ice and Fire wird dieses Mal keine Figur zerlegt, sondern einfach das Modell aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt. Am schnellsten geht das Pferd. Ihm wird einfach der Schwanz angeklebt, damit ist es fertig und kann auf die Seite gestellt werden. Das Modell ist das Pferd der Standartenträgerin aus dem Kingdom of Mercia Kickstarter von Lost Kingdom Miniatures. Ebenso wie fast alle anderen Teile, aus denen Lionel gebaut wird. Kommen wir also zum Reiter selbst. Der Oberkörper gehört eigentlich zu einem Gralsritter und ich habe vorher schon den Kopf entfernt. Als neuen Kopf nehme ich einen bretonischen von Games Workshop. Zuerst wollte ich einen aus der 5. Edition nehmen, der einen kompletten Hirsch als Helmzier hat. Leider passt der aber nicht auf den Oberkörper, also wird es der Helm mit dem Hirschgeweih aus der 8. Edition. Damit ist schon ein Teil für einen berittenen Renly in der Zukunft sicher und wird auf die Seite gelegt. Der Oberkörper wird in die Beine eingesetzt, was überhaupt kein Problem darstellt. Die Teile passen perfekt. Das wäre ja auch schlimm, wenn man selber druckt und dann passt es hinten und vorne nicht. Bewaffnet wird Lionel mit einem Schwert. Dafür könnte ich jetzt eine Hand benutzen, die ich samt Schwert ausgedruckt habe. Aber das wäre zu einfach. Außerdem ist es ein sehr einfaches Schwert und das passt einfach nicht zu einer Heldenfigur. Auch wenn das Modell niemals so eingesetzt werden kann. Die Ersatzwaffe kommt von Reaper Miniatures. Außerdem bekommt der Ritter einen Schild. In der Serie verzichten die Hauptcharaktere ja meistens auf Schilde, aber für mich gehört ein Schild einfach zu einem Ritter dazu. Außerdem steigen so in der Schlacht die Überlebenschancen. Der Schildarm ist ebenfalls aus dem Drucker, der Schild kommt aber von Fireforge Games. Wie so oft sind da die Soldaten froh, wenn sie einen abgeben dürfen. Allerdings kommt der Schild erst ganz am Ende ans Modell, denn jetzt wird erstmal die Hand angeklebt. Das Stiften mit Messingdraht wäre bei dem Modell nicht unbedingt nötig, denn es gibt entsprechende Passstellen, die ineinander greifen und die Figur so zusammenhalten würden. Allerdings sind die sehr klein und deswegen benutze ich dann doch lieber Messingstifte. Los geht's also mit der Bemalung. Die Farben des Hauses Baratheon sind gelb und schwarz, also werden auch genau die verwendet werden. Wie die meisten es sich sicher denken können, kommt jetzt der Teil, in dem ich was zum Hintergrund des Charakters erzähle. Lionel Baratheon dürfte in erster Linie den Lesern der Kurzgeschichte The Hedge Knight bekannt sein. Er ist der Lord von Storm's End und nimmt in der Geschichte am Turnier von Ashford Meadow teil. Lord Lionel wurde bekannt als der lachende Sturm, weil er während des Turniers oft in schallendes Gelächter ausbrach, während er kämpfte. Wenn seine Gegner eine Helmzier trugen, dann machte er sich einen Spaß daraus, diese abzuschlagen. Außerdem nahm er am Urteil der Sieben auf Seiten von Sir Duncan dem Großen teil. Die deutsche Übersetzung gefällt mir da nicht wirklich so, im Englischen klingt Trial of Seven einfach besser, im Deutschen hat man das Gefühl, die sieben Zwerge würden zu Gericht sitzen. Lionel herrschte als Lord über die Stormlands genannten Ländereien. Der traditionelle Sitz der Herrscher ist die Festung Storm's End. Ihren Namen erhielten die Stormlands wegen der immer wiederkehrenden schweren Stürme in dieser Region und die Festung Storm's End erhielt ihren Namen, weil sie mehrfach zerstört und immer wieder noch stärker aufgebaut worden ist. Ursprünglich waren die Stormlands eine eigene Nation, bis Aegon der Eroberer Westeros unter seiner Herrschaft vereinigte. Er entsandte seinen Halbbruder Orys Baratheon, um die Stormlands zu sichern.
Der Sturmkönig Agrilak der Überhebliche hätte in Storm's End einer Belagerung auf unbestimmte Zeit trotzen können. Er entschied sich aber, seinen Feinden in offener Feldschlacht entgegenzutreten und wurde in genau dieser Schlacht getötet. Als Dank für seine Dienste wurde Orys von Aegon in den Adelsstand erhoben und mit den Stormlands belehnt. Für die nächsten 300 Jahre beherrschten die Baratheons die Stormlands. Mit Roberts Rebellion oder dem Krieg des Usurpators, je nachdem auf welcher Seite man steht, spaltete sich das Haus Baratheon in drei Zweige auf. Einer, der unter Robert, wurde zur königlichen Familie und kontrolliert die Kronländereien. Der Zweig unter Stannis herrscht über Dragonstone. Der letzte Zweig unter Renly beherrscht weiterhin die Stormlands. Lionel ist der Urgroßvater von König Robert, Stannis und Renly. Er war ein treuer Gefolgsmann von Aegon dem V. Targaryen und so wurde die Ehe zwischen Aegons ältestem Sohn und Erbe Duncan sowie Lionels Tochter vereinbart. Duncan brach diese Vereinbarung aber, indem er Jenny of Oldstones heiratete, die keine Adlige war. Lionel Baratheon, für sein aufbrausendes Temperament bekannt, begann eine Rebellion gegen den Eisernen Thron und erklärte sich selbst zum Sturmkönig. Die Rebellion war kurz und endete in einem Gottesurteil. Lionel wurde von Sir Duncan dem Großen, mittlerweile Lord Commander der Königsgarde, in Zweikampf besiegt. Prinz Duncan verzichtete auf seinen Thronanspruch und König Aegon erklärte sich bereit, seine jüngste Tochter Rael, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mit Lionels Erbe Ormond zu verloben. Diese Hochzeit und die, wenn auch geringe Blutsverwandtschaft zu den Targaryens, die ich schon erwähnt habe, sind übrigens der Grund, warum Robert nach seiner Rebellion König wurde. Er war der Einzige, der einen Anspruch auf den Eisernen Thron geltend machen konnte. Und so klein dieser auch war, ist Robert doch der Einzige, meines Wissens nach, der überhaupt einen Anspruch darauf hatte. Das ist jetzt auch schon alles, was über Lionel zu erzählen ist, da er eben nirgends außer in einer Kurzgeschichte in Erscheinung tritt. Ist halt nicht viel. Ein bisschen ist das auch immer wie mit Personen aus dem Mittelalter oder der Antike. Namen und Taten kennt man, aber manchmal fängt es schon damit an, dass man nur ungefähre Daten zur Geburt und zum Tode findet. Und so ähnlich ist es auch bei Lionel. An einer Stelle wird gesagt, dass er im Alter von 45 Jahren starb und an anderer Stelle mit 52. Das hat dann auch alles noch was mit der Kurzgeschichte The Hedge Knight zu tun, in der er scheinbar älter ist als Duncan der Große. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Hier jetzt wie immer das fertige Modell. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir einen Like oder einen Kommentar da oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.